Ah. Wo kommst du denn her? Scheiße, seit Respawn. Mach dich kaputt, Junge. Komm her. Ah. Und damit hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Conan Exiles. Die sind neu gespawnt, die Schlawiner, und er hat mich einfach mal angegriffen, während ich mich noch unterhalten habe. Aber vielleicht hat er was Cooles dabei, er hat Steine dabei. Okay, wir lassen die liegen. Ich werde nochmal schnell runtergehen, bei den Schildkröten sind die Eier nachgespawnt. Und da werde ich mir mal noch die Eier klauen. So sieht es übrigens aus, wenn ihr Sachen wegschmeißt. So, und in der heutigen Folge werde ich euch mal zeigen, ein bisschen Wasser und vielleicht die ersten Sachen bauen. So. Und ich werde euch zeigen, wie ihr es schafft, dass die Viecher nicht nachspawnen. Das finde ich halt auch ein bisschen schade. Oh, da kommt wieder so ein Kackding. Kein Mensch braucht dich. Geh weg. Und nicht getroffen. Müsst halt auch schon treffen. Okay, die brauchen wir aber nicht looten. Guck mal, hier ist der andere gestorben. Und jetzt kommt er. Mit der Faust wieder. Au. Mir voll eine reingehauen. Oh. Das ist... Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Oh, Vorsicht, Mutti kommt. Er hatte nichts dabei. So, und damit die in eurer Region, wenn wir jetzt hier zum Beispiel hätten bauen wollen, nicht nachspawnen, müssen wir ihre Schlafsäcke kaputt machen. Ich gehe mal davon aus, mit der Axt geht das am schnellsten. Was ich cool finde, ihr könnt den Mauszeiger gedrückt halten. Und dann können wir das Feuer noch kaputt machen. Und dann spawnt hier auf jeden Fall erstmal keiner. Die werden später dann nochmal spawnen. Aber erstmal nicht. Und genau, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Auf der ganzen Map gibt es viel zu viele von denen. So viel kann ich schon mal verraten. So. Und jetzt sehen wir da unten schon Wasser. Das brauchen wir auch. Oh, da ist schon wieder so ein Kackvieh. Die sind halt überall, Leute. Man muss dazu sagen, die NPCs sind noch nicht ganz so schlau, also hier auch die Gegner. Die rennen teilweise gegen Sträucher oder was weiß ich und nicht auf dem besten Weg zu euch, sondern halt auch mit Umwegen. So, und jetzt klauen wir uns hier noch ein paar Eier. Oh, hier sind sogar zwei Nester. Aber so viel brauche ich nicht, ich habe schon wieder 16 Eier. Egal. Servereinstellung ist halt ein bisschen hoch. Wenn ihr auf Standard spielt, dann braucht ihr die auf jeden Fall. So, und im Wasser habt ihr sozusagen eine Safe Zone. Das sehen wir oben links, da steht jetzt Zuflucht. Und das bedeutet einfach, dass uns hier nichts angreifen kann. Aktuell ist das noch so. Aber die haben gesagt, oh, hier haben wir noch Fische. Guck mal, die habe ich auch noch nicht gesehen. Sehr nice. Ich weiß gar nicht, ob wir die... Nee, können wir nicht ernten. Nicht farmen. So. Hier kann euch aktuell nichts angreifen, außer der Alligator. Der Alligator kann logischerweise schwimmen. Es gibt hier auch einen Alligator. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Tiere es gibt, aber wir werden gleich eine Menge Tiere sehen. Und wie gesagt, wir sind jetzt noch hier unten. In dem schwarzen Bereich sind wir ungefähr... Also erst starten wir natürlich hier. Wir sind jetzt schon übers Wasser geschwommen. Und wir wollen irgendwie zur Insel kommen. Ich sag euch gleich, ihr habt so mehrere Zonen. Ich sag mal hier so lang und dann hier so lang. Und in den Zonen gibt es immer verschiedene Tiere. Und die sind auch verschieden stark. Ich hab's am Wochenende... War hier gerade eine Fliege? ich hab's am Wochenende nicht geschafft, in die Mitte zu kommen. Weil ich mich allerdings auch nicht aufgebaut habe. Ich hatte immer nur die Klamotten, die ich jetzt anhab. Die da. Und hab's versucht, aber man hat's nicht geschafft, weil in der Mitte kommen Hyänen. Also beziehungsweise schon in der nächsten, sag mal ab hier so, kommen Hyänen und die sind halt auch heftig. Wir machen gut Schaden und ja, ihr habt keine Chance. Da hinten sehen wir schon ein paar Statuen. Oh, wir sind durstig, wir waren doch gerade im Wasser, was stimmt denn mit dir nicht? Ah, wir müssen extra E drücken im Wasser, damit der trinkt. Okay. So. Da haben wir Statuen, ich laufe da jetzt mal nicht hin, weil das... Na doch, wir müssen eh darüber. Wir müssen da so hin. Okay, dann gehen wir zu der Schlucht da hinten. Ich will euch ein bisschen noch die Map und ein paar Tiere zeigen, denn es gibt hier noch ein bisschen was zu sehen. Allerdings rate ich jedem, baut euch hier in so einer Oase erstmal kurz auf, bis ihr eine Schmiede machen könnt und so weiter. Denn wenn ihr das nicht macht, habt ihr, ihr werdet es gleich sehen, sehr, sehr schlechte Karten hier drüben. Da sehen wir noch einen Hasen. Wir können mal gucken, können wir auftauchen. Da ist ein Hase und ein Steinbock. Das sind, glaube ich, Steinböcke. So. Ein Hasen. Hallo, ihr Hase. Der Angst. Oh, der ist aber zahm. Kriegt doch einen Handkantschlag. Der sieht auch noch sehr komisch aus. Also da müssen sie vielleicht noch ein bisschen was ändern.
Oh, hübsche Aussichten. Also wenn ihr nackt spielt, habt ihr da auf jeden Fall gute Aussichten. Oh, oh, oh. Da ist schon eine Hyäne. Renn ins Wasser. Die sind halt echt eklig. Und mein Schwert ist fast kaputt. Wir müssen mal gucken. Oh, wo ist der? Ich dachte aber noch eine. Die rennen nämlich meistens auch nicht alleine rum. Und die machen gut Schaden. Guck mal, die verkrüppeln einen. Oh, oh. Gib mir die drei. Okay, er ist tot. Oh, da kommt schon sein Kumpel. Ich sag's ja, die sprennen hier nie alleine rum und die verkrüppeln euch. Und verkrüppeln ist sowas wie Stunnen. Die stunnen euch. Und dann kommt ihr nicht mehr weg. Und wenn das fünf Leute sind, fünf Hyänen. Na, guck mal, ich kann nicht auf den zugreifen jetzt. Hm, schmackhaftes Fleisch haben die. Geil, da werden wir uns gleich mal irgendwo ein Feuer machen. Aber ich will euch eigentlich noch ein bisschen von der Flora und Fauna zeigen. Da haben wir noch ein paar Viecher, die haben wir noch nicht gesehen. Und zwar, ja, Strauße. Sind das Strauße? Ah. So eine Mischung. Ich weiß nicht, wie die Viecher heißen. Greifen die mich an? Au! Ja, die greifen uns an, okay. Geh weg! Au! Oh, jetzt müssen wir aber aufpassen. Oh, die machen aber auch Schaden. Töte das, schnell, schnell. Nein, ich bin tot. Okay. Ja, wir sollten uns, wie gesagt, erstmal aufbauen. Man sieht da noch Nashörner, man sieht noch Spinnen und Hyänen. Und mehr habe ich noch nicht entdeckt. Aber ihr seht schon, was die für Schaden machen. Umso weiter wir in das Landesinnere kommen. Ein Chobo. Was? Ein Chochobo? Heißen die Dinger? Okay. So. Jetzt hat man natürlich die Möglichkeit, wenn es auf dem Server eingestellt ist, sein Zeug wiederzuholen. Aber da ich davon ausgehe, dass wir das nicht wieder... Obwohl, vielleicht finden wir das wieder. Ich weiß auch nicht. Wo sind wir eigentlich gespawnt? Ich glaube, vorhin waren wir da vorne. Wir können ja mal gucken, ob wir das Zeug wiederfinden. Aber ich glaube es eher nicht. Oh, und hier haben wir unten schon... Jetzt rennt uns schon so ein Vieh hinterher. Mal gucken, ob wir von dem wegkommen. Ah, Stamina reicht noch. Nebenbei farme ich mal so ein bisschen. Wir sind darüber geschwommen. Schwimmen wir mal hier rüber. Ich glaube, ich finde mein Zeug eh nicht. Aber wir gucken mal. Zur Not muss man sich halt aufbauen, aber ich weiß halt auch nicht, wo genau ich denn überhaupt... Wir waren weiter rechts, glaube ich. Wir waren hier irgendwo. Ja, guck mal, wo waren die beiden Statuen? Die beiden Statuen sehe ich gar nicht. Ja, das heißt, jetzt fängt man wieder von vorne an, weil ich kein Bett habe. Aber wie gesagt, ich wollte euch eigentlich mal ein paar Tiere zeigen. So Nashorn sieht schon richtig geil aus. Aber ich glaube, ohne Aufbauen wird das nichts, weil wir halt keine Chance haben gegen die Viecher. Die Map finde ich für den Anfang gut. Also die ist groß genug. Die ist ungefähr so wie The Island bei Ark. Finde ich in Ordnung. Nee, finden wir nicht mehr, weil wir finden auch die beiden Statuen schon gar nicht. Was ich aber nicht verstehe so richtig, weil wir waren hier. Wir waren, glaube ich, weiter hier rechts. Da sind die beiden Statuen. Wartet mal, wir können vielleicht doch die Leiche finden. Das müsste dann ja... Obwohl, die waren links von... Waren die nicht links von uns? Das heißt, wir sind hier rüber geschwommen. Das heißt, wir sind eigentlich an der richtigen Stelle. Mal gucken. Eigentlich müsste man nämlich seine Leiche wiederfinden. Wenn man denn seine Leiche wiederfindet. Da hinten haben wir einen Wasserfall. Die sehen auch ganz cool aus. Also grafisch kann das Spiel auf jeden Fall schon mal was Gutes vorweisen. Aber ich glaube, wir finden das nicht. Da müssten ja hier auch diese komischen Chochobos sein. Und die finden wir jetzt nicht. Okay, gut, dann heißt es wieder kurz aufcraften. Ist aber nicht schlimm. Und dann würde ich sagen, bauen wir uns hier kurz mal irgendwo was hin. Einfach, um eine bessere Ausrüstung zu kriegen. Die Frage ist natürlich, wo... Denn in der Nähe von Schildkröten wäre nicht schlecht. Zumindest von Schildkrötenbabys. Aber da sind doch die Statuen. Eigentlich müsste ich hier irgendwo gelegen haben, aber egal. Irgendwo wäre natürlich nice in der Nähe von Schildkrötenbabys, damit wir immer schön Essen haben. Und nicht so nah bei den Einheimischen. Eigentlich finde ich das hier ganz geil. Da hinten sind Schildkröteneier. Hier haben wir genug Ressourcen. Lass uns doch hier einfach mal schnell eine Hütte hinbauen oder irgendwas, damit wir wenigstens ein bisschen haben. Okay, wir haben genug Fasern, obwohl genug kann man davon nie haben am Anfang. 24 Steine ist auf jeden Fall nicht genug. Dann lasst uns zuerst mal eine Spitzhacke machen. Herstellen. Eine Axt können wir noch nicht, weil wir nicht genug Steine haben. Okay, Schwert brauchen wir auch wieder Steine. Okay, Spitzhacke zuerst. Bis die fertig ist, ein bisschen...
Essen. So, Käfer können wir auch essen. Eine Fettraupe. Und dann sehen wir schon, widerlich, aber nahrhaft. Lecker. Kriegen wir auch wieder Essen und Trinke dazu. Und dann gibt es auch noch die kleinen, eine Handvoll Insekten. Termiten halten den Hunger in Zaum. Mehr oder weniger. Ach, die stoppen den, oder was? Obwohl, nee, jetzt kriegen wir immer einen dazu. Ein Leben, also ein Essen. Oh, fette Raupen sind auch nicht schlecht. So, Spitzhacke haben wir, dann bauen wir mal Ressourcen ab. Was ich cool finde am Ressourcen abbauen, dass die Steine nicht einfach so zerplatzen wie bei Ark, sondern es brechen hier so Steine ab. Das finde ich ganz cool, zumindest einmal. Finde ich ganz cool, dass die so eine Animation mit eingebaut haben. Macht das alles ein bisschen realistischer. Wir kriegen gut Steine, wir müssen gleich wieder gucken, wegen überladen sein. So. Wir spielen natürlich auf Epic, wie gewohnt. Also das ist die höchste Auflösung und Qualität. Wenn ihr nicht so einen guten Rechner habt, kann ich euch leider nicht sagen, wie performance-lastig das ist. Was ihr für einen guten Rechner braucht, da kann ich euch leider gerade nicht weiterhelfen. Bei mir läuft super, ich habe über 100 FPS, wenn ich den Caplock rausmache. Jetzt aktuell habe ich es auf 60 gecaplockt. So, zack. Was lernen wir denn als nächstes? Ich wäre tatsächlich echt für Gewicht noch. Und den anderen, den machen wir auf Stärke. Das war Melee Damage, ja. Und dann lernen wir das nächste, und zwar eine Steinkeule. Allerdings kann ich euch nicht sagen, was stärker ist. Ob eine Steinkeule stärker ist als ein Steinschwert, ich habe keine Ahnung. Weil man lernt ja das Steinschwert zuerst. Also gehe ich davon aus, dass das ein bisschen schwächer ist als das. Aber was jetzt im Zweikampf sozusagen besser ist, kann ich euch nicht verraten. Ich würde dazu sagen, wir lernen aber erstmal Steinmetz-Lehrling. Denn dann haben wir diese ganzen Ressourcen hier freigeschalten und können die lernen. Zack. Jetzt haben wir keine Punkte mehr, doch einen Punkt haben wir noch. Hört ihr wieder die... Da ist eine Mücke, da ist eine Mücke. Oh, ich hasse dieses Geräusch. Kennt ihr dieses... Ah. Und damit haben wir jetzt auch das gelernt und können das bauen. Und Sandsteinfundament. Sandsteindecke. Ja, dann bauen wir doch. Obwohl, ich würde mich gerne erstmal ausrüsten. Mit einer Axt. Und einem Schwert. Okay, wir brauchen Zwirn. Diese Mücke macht mich fertig. Ist das eklig, das Geräusch? Hau ab. Voll am Ohr. So. Okay. Noch dazu können wir einen Reparaturhammer machen, den brauchen wir aber nicht. Ich hätte gern mal noch. Okay, wir müssen erst wieder Viecher töten. Zwirn, du hast hier und nichts verloren. Sag ich dir immer wieder. Was wir hier aber nicht haben, sehe ich gerade, sind Stöcker. Oh, und Kannibalen haben wir hier. Ach, Kannibalen sage ich schon. Einheimische. Dann mach mir doch mal bitte mein Schwert fertig. Dann ziehen wir gleich mal in den Kampf. Dass der das immer hier runter macht, wenn ich das einzeln mache. Ach, jetzt ist es zu spät. Wir haben wieder zwei Punkte. Stärke. Und... was gebe ich mir denn noch? Präzision brauche ich erstmal nicht. Stamina, Belastung. Ja, dass wir nicht so schnell Hunger kriegen, machen wir auch. Und wie viel haben wir hier? Drei verfügbar. Eine Holzkiste. Da können wir dann alles... aufbewahren. Ist vielleicht auch nicht schlecht, aber ich hätte gern erstmal die Rüstungsmacher lernen wir. Dann haben wir nämlich eine robuste mit Eisen. Okay. Ja, das machen wir. Bei einem Speer halt auch geil. Ist ein Steindolch. Krass. So, zack. Die Frage ist, wann lernen wir eigentlich das Bett? Ich brauche mal ein Bett, damit ich nicht die ganze Zeit immer sterbe. So, und jetzt wird das hier langsam auch voll. Okay, Rezept lernen. Hey, habe ich doch schon gemacht. Ja, weil ich noch einen Punkt habe, war. Deswegen meckern die rum. Dann mach halt eine Fackel, Mann. So. Das Schwert haben wir. Komm, dann legen wir uns wieder mit denen an. Vielleicht hat er was Cooles. Wie viel sind's denn? Oh. Das sind drei diesmal. Oh, alle gegen alle drei. Seht ihr, das meine ich halt. Oh, jetzt kommen alle drei. Alle drei ist halt kacke. Das schaffe ich nicht. Die machen mich ruckzuck klein. Brauche mal Rüstung. Ich schwimme mal rüber. Ich weiß nicht, die können glaube ich auch schwimmen. Na, guck mal, einer dreht schon ab. Ich
die einzeln weglocken kann, wäre das natürlich auch super. Wenn man sich nämlich in eine bestimmte Entfernung von dem Lagerfeuer entfernt, hauen die ab. Und so wird man die dann auch los. Die haben sozusagen nur eine bestimmte Reichweite, die sie euch hinterher rennen. Oh, hier drüben sind halt viele von den anderen Viechern. Aber hier haben wir Eier und Steine, Stöcker. Hier können wir vielleicht Äste sammeln. Vielleicht können wir auch hier bleiben auf der Insel, aber hier sind halt viele von den anderen Viechern. Ist wieder eine Gazelle. Vielleicht sollten wir uns hier niederlassen, ich weiß es nicht. Gucken erstmal, wir klauen erstmal ein paar Eier. Gib mir deine Eier, ich hab Hunger. Ist eigentlich ganz cool, wir gucken mal. Ich glaube, das ist da, wo wir zum Start anfangen. Ja. Also hier ist die andere Oase. Schwimmen wir mal darüber. Aber da drüben waren halt, glaube ich, keine... Was ist denn hier? Warum ist denn das so? Da ist auch noch, da fehlt noch ein Geräusch. Hört ihr das? Es ist so, als ob wir auf Boden raufkommen und nicht als ob wir auf in Wasser planschen. Das fehlt auf jeden Fall noch. Aber wie gesagt, Early Access, die patchen, was das Zeug hält schon gerade. Also übers Wochenende kamen richtig viele Patches. Und ja. Ich freue mich, dass es endlich draußen ist. Hallo, Herr Hase. Tierhaut. Ich brauche halt Hide. Ich würde mich hier schon niederlassen, aber hier sind keine Stöcker. Ohne Stöcker ist Kacke. Man merkt halt ab und zu, gibt es ein paar Lags. Aber wie gesagt, Early Access und Ark war am Anfang auch nicht besser. Ah, hier ist alles weg. Achso, dann nehmen wir den Busch. Oh, oh, Mama kommt. Ja, Mama, leg mal ein paar Eier. Punger. Schade, hier gibt es keine Stöcker. Hm, müssen wir weitersuchen. Wir brauchen eine Insel mit allen Ressourcen, sonst brauche ich mich da nicht niederlassen. Wir können schon mal trinken noch. Müsst ihr leider ins Wasser und E drücken. Hier haben wir Stöcker und hier haben wir auch... Okay, vielleicht sollten wir hier bleiben. So, 24 Eier reichen mir erstmal locker. Hier haben wir Hasen. Und da waren auch Stöcker da hinten. Hat gerade was knarscht. Hatten wir jetzt hier Stöcker? Ja, hier sind Stöcker. Ja, komm, dann lass uns hier bleiben. Müssen nur aufpassen, dass hier die Mama nicht kommt. Dann lass uns doch hier bauen, hier bei den... bei der freien Lichtung hier. Das finde ich gut. So, dann fangen wir mal an. Wir bauen ein Sandfundament. Wir brauchen Holz. Was sonst? Das sieht ein bisschen lustig aus, wenn die umfallen. Raumfeld! Aber es wurde schon im Chat geschrieben... Nennen wir mal ein Spiel, wo die Bäume normal umfallen oder gut umfallen. Gibt's echt nicht so viele. Wobei bei Stranded Deep fallen die, glaube ich, ganz cool. Beziehungsweise ist das ganz cool gemacht. Oder bei The Forest sind die auch okay, aber es ist halt überall so, dass die... Die wurden aus einem auch einfach mal zwei, okay. Ja, wenn ihr auf den Standard-Servern spielt, dann braucht ihr sehr lange. Ich habe die Ressourcenrate extra ein bisschen hochgestellt. Und jetzt sind wir überladen. Ich habe mich vorhin gedacht, ich stecke im Baum fest, aber stecke ich nicht. Ich bin einfach überladen, aber vielleicht können wir craften und werden leichter. Wir machen mal gleich mal 5 Foundations. Ja, wenn ihr auf den öffentlichen Servern spielt oder auf einem Server mit Standardeinstellungen, dann hebt ihr jeweils immer, ich zeige euch das mal, ich hebe jetzt 4 Steine auf und ihr hebt dann immer nur einen auf und ihr braucht echt viel. Ich sag mal, für so eine Foundation brauchen wir jetzt 50 Steine. Das heißt, ihr müsst 50 Steine aufheben. Macht jetzt nicht so, also es braucht halt ewig. Das können Leute machen, die viel Zeit haben. Da ich mit meinem Let's Play ein bisschen vorankommen will, habe ich halt, wie gesagt, die Ressourcen ein bisschen hochgestellt. So, wir haben 5 Foundations auf der 4 und jetzt kommen wir mal zum Crafting. Man hat ein X da, wenn man es nicht da platzieren kann. Aber hier wollen wir es auch gar nicht in der Luft platzieren. Ich muss kurz mal gucken, da sind die Eier. Dann machen wir hier auf der freien Fläche. So, und jetzt habt ihr die Möglichkeit, man sieht es schlecht durch das Gras, die zu platzieren. Weil ich gerade sehe, wollte die gar nicht da platzieren. Kann man die eigentlich wieder ab... Ja, man kann die abreißen. Okay. Ja,
Genau, wenn man E gedrückt hält, dann kommt meistens so ein Dropdown-Menü. Ich überlege gerade, wie wir die Höhen verstellen können. Hier können wir sie drehen, das ist mir klar. Vielleicht gedrückt halten. Nee. Wisst ihr, das muss man, man muss halt, das finde ich halt cool, dass man alles wieder neu rausfinden muss. Man kann halt irgendwo die Höhe einstellen. Wie hoch die denn sein sollen. Das ist eine gute Frage. Nächste Frage. Ja, okay, wenn ich weiter weg bin. Das ist jetzt echt eine gute Frage. Shift funktioniert nicht. Alt funktioniert nicht. Ich meine, ich kann die jetzt auch an den Baum setzen und den Baum abholzen, aber... Oder wir setzen sie dahin. Machen die mal gerade. Man kann die irgendwie Höhen verstellen. Aber frag mich gerade nicht, wie. Ne, Mausrad ging auch nicht. So. Dann lass uns hier einfach den Stein wegmachen. So. Okay, dann bauen wir halt hier die Hütte hin. Scheiß drauf. So, aber man hat hier denselben blöden Fehler, dass das Gras und die Pflanzen durchkommen. Das finde ich ein bisschen schade, das hat mich bei Ark schon immer gestört. So, wie viel brauchen wir denn noch für... Wir können sogar noch... Wie viel brauchen wir denn? Brauchen wir 50 Steine. Das heißt, wir fleißig Stein holen. Gucken wir mal. Was ich gerade komisch finde, es kommt auch keine Musik. Normalerweise kommt Musik im Spiel. So. Können wir mal ganz kurz gucken. Die wollen wahrscheinlich gerade keine Musik. Weil eigentlich kommt immer begleiten so ein bisschen Musik. Das finde ich ganz cool. So, jetzt dürfen wir eigentlich wieder genug haben. Machen wir uns hier eine kleine Hütte hin. Crafte mal ein paar gleich. 3 Stück. So. Fehlt wieder Stein. Ja, man braucht ganz schön viel. So. Bam. Aber schon mal eine Foundation. Okay, eins haben wir noch. Machen wir das in die Mitte. Da machen wir dann so eine Treppe ran. Da haben wir so einen kleinen Vorflur. So. Herstellen und dann fehlt uns schon wieder Steine. Steine brauchen wir ganz schön viele. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr sammelt immer nur einen. Das ist dann schon echt heftig. Da braucht man auf jeden Fall ganz schön viel Zeit. Aber manche haben da ja auch Bock drauf. Ich meine, ich hätte auch Bock drauf. Aber ich habe jetzt fürs kleine Let's Play auf YouTube hier mal extra ein bisschen hochgestellt. So Leute, aber bevor wir weiterbauen, würde ich sagen... Machen wir erstmal einen Cut und sehen uns zur nächsten Folge wieder. Lasst einen Daumen und einen Kommentar da und bis dahin, macht's gut, euer Chris. Ciao.